Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zur nächsten Folge hier von Life is Strange True Colors. Wir hatten ja am Ende der letzten Folge Sachen vorgelesen und beziehungsweise in meinem Hintergrund ist es aufgefallen, dass hier bei Jet noch eine zweite Seite war. Allerdings ist das eben diese Erinnerung, die wir vergessen haben und die können wir uns ja nicht angucken, weil wir sie nicht gefunden haben. Nur damit ihr das seht, wenn man also ein Kapitel beendet, dann wird es einem im Buch quasi anzeigen, dass einem noch eine Erinnerung fehlt. Und wenn man sich die anguckt, sieht man halt, wo die ist. Kann man die dann quasi, kann man das Kapitel nochmal spielen und sich die dann noch nachholen? Das, denke ich, wird kein Problem sein. Okay, gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns hier mal weiter um. Aha, und jetzt steht er da hinten und zapft Bier oder so, keine Ahnung. Ja. So. Da haben wir noch ein Gabe hätte Glas. es gefallen, dass es auf seiner Trauerfeier Bier gab. Ja, wahrscheinlich. Das ist aber auch keine Erinnerung. Da hinten ist noch eine Erinnerung. Ich gucke gleich. Ich sollte auch etwas beitragen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Wo muss ich das jetzt? Ich kann das Vielleicht bestimmt. finde ich oben etwas, das ich der Gedenktafel hinzufügen kann. Ja, gucken wir gleich mal Oh gleich, Mann, gleich. Bergbaugeräte muss ich echt nie wieder in meinem Leben sehen. Ja, wir gucken uns den Tisch auch gleich noch mal an. Ist das Jed? Ohne seinen Bart? Haben wir das Bild beim letzten Mal schon angucken können? Ich weiß gerade gar nicht. So, hier haben wir jetzt eine Erinnerung. Ich hatte eine tolle Mutter. Als ich beschloss, Ranger zu werden, habe ich als erstes ihr davon erzählt. Sie sagte, du bist genau das, was diese Berge brauchen. Oh. Leb wohl. Jemanden so zu Oh, verlieren. verdammt! Ich glaube, daran kann man sich nicht gewöhnen. Dachte, er wäre fertig. Verdammt! Shit. Es tut mir leid, ich wollte es nicht wegklicken. Okay. Ah, oh, Mist. Jemanden so zu verlieren, hat er gesagt. Und dann, ja. Mist. Ich habe gedacht, er wäre fertig. So, ich gucke mir das hier gleich nochmal an. In der Nacht gab es auch Mut und Aufopferung. Hat aber nicht gereicht. Hat aber nicht gereicht, ja. Ach so, das hatten wir auch schon durchgelesen, genau. Können wir jetzt Dart spielen? Ein Smiley Face ist da drauf. Es so lassen oder ein trauriges Gesicht draus machen? Ach komm. Oh. Schon viel besser. Ah, und wir können es aber auch jederzeit wieder ändern. Ich verstehe. Das Gefühl kenne ich. Ah. Und dann steckt sie alles wieder um, oder wie? Macht wieder einen lächelnden Smiley drauf. Okay. Nee, lassen wir jetzt mal so. Ah ja. Dem Ste ist auch so ein Standardding, ne? Irgendwo, immer wenn so eine Dartscheibe ist, stecken die Pfeile irgendwo drin, wo sie nicht hingehören. Da haben wir noch eine Do Notiz. Nicht schlecht, Ducky. Billardsiege, Ducky. Was? 5, 6, 7, 8? 8, alle anderen ein. Tavern. Taverne Black Lantern. Okay, der Ducky hat ja also ziemlich oft schon gewonnen. Ich hätte gern gesehen, wie mich Gabe im Billard fertig macht. Diese Tafel hatten wir uns auch beim letzten Mal schon Diese angesehen, Stadt hat ein ja. gutes Gedächtnis. Es ist schön zu wissen, dass Gabe nicht vergessen wird. Ja. Ich werde mich den Rest meines Lebens fragen, was passiert wäre, wenn Ryan das Seil nicht durchgeschnitten hätte. Geht ihm sicher genauso. Ach Mann, ja, natürlich wird sie sich das den Rest ihres Lebens fragen, aber es bringt ja auch nichts. Das bringt ihn nicht zurück. Warum fühlt sich das wie eine Challenge an? Challenge accepted. Todessoße, feuriger Tod. Warum? Warum habe ich mir das angetan? Brandheiß, der Tod wartet und Mollo Hot Sauce Tail.
Lol. Am besten finde ich, warum? Warum habe ich mir das angetan? Oh Mann. Okay, und wer alle probiert, der hat gewonnen? Oder wie funktioniert die ganze Sache? Ah, hier haben wir noch den Arknoid. Nein, wir wollen jetzt nicht spielen. Wir wollen jetzt nicht spielen. So, gut, dann gucken wir uns mal Gabes Altar an hier. Ich sollte auch etwas beitragen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Wie kann ich denn? Ah, so geht das so. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit gehabt. Achtung, Puma im Gebiet. Er ist selber der Puma, oder was? Das Foto haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesehen. Sie müssen sich sehr nahe gestanden haben. Armer Ethan. Oh nein, wie grässlich! Von Gabe und Ethan. Na, wer hat da wohl was gezeichnet? Ich glaube, Gabe hat den grünen Blob gezeichnet. Dann haben wir einen Strafzettel, Gabe, der ist Chen, bestimmt von Pike. Verurteilter Raser. Strafmandat, Angeklagter Gabriel Chen. Datum 25.10.2017, Uhrzeit 18.15 Uhr. Und da wir jetzt wissen, dass es in 2019 spielt, das ist also 2 Jahre her. Fahrzeug, Fahrrad, Modell nicht zutreffend. Ja, nicht zutreffend. Kennzeichen, nicht zutreffend. Anzahl Passagiere, 1. Verstoß. Sitzgurtverstoß, nein. Stoppschild ignoriert, nein. Geschwindigkeitsüberschreitung, ja. Geschwindigkeitsbegrenzung, 25, tatsächliche Geschwindigkeit, 35. Bußgeld $80. Kommentare des Beamten. Bringe den Täter zur Befragung in die Black Lantern. Echter Schlaumeier. Wurde dem Fahrer eine Kopie des Strafmandats ausgehändigt? Ja. Der Unterzeichner wurde ordnungsgemäß eingeschworen und sagt unter Eid aus, dass die auf dem Strafzettel benannte Person das obige oder die obigen Vergehen begangen hat. Beamter Jason Pike, Abzeichen 3746. Unterschrift des Angeklagten. Ich habe eine End-of-Sanity-Soße zu Hause. Ja, ihr habt so einige scharfe Sachen zu Hause. Das klang jetzt irgendwie falsch. Habe ich das? Okay, vergesst es einfach wieder. Ich rede von eurer Chili-Farm. Ich weiß nicht, was ihr sonst so für scharfe Sachen zu Hause habt. Keine Ahnung. Nicht falsch. Ja, genau. Das, ja. Ich hoffe, Ducky hat die nicht alleine ausgetrunken. Natürlich hat er das. Die stammen bestimmt von Havens D-Jane, ganz klar. Okay, wir müssen also auch was finden, was wir hier noch vielleicht mit hinlegen ich können. Vielleicht finde ich etwas, das ich der Gedenktafel hinzufügen kann. So, ich denke, wir haben ja aber die Erinnerung haben wir hier gefunden. Die war ja hier und dann hatten wir eine hinter der Bar. Ich gucke trotzdem nochmal hier hinten jetzt. Hinter der Bar und so. Und ob ich mit dem Chat nochmal sprechen kann. Hier ist nichts mehr gut. Der hat auch keine Emotionen. Ich kenne Jet erst seit ein paar Emotionen. Tagen. Aber er unterstützt mich besser als jeder meiner Betreuer damals. Ja, ist halt, ne, es ist so der nette Onkel, der allen hilft und immer zu allen lieb und nett ist. Aber wir reden trotzdem mal mit ihm. Kann ich so. Hoffentlich beruhigen sich die Dinge hier bald wieder. Ach, das war's schon. Okay. Ja, das wäre gut. Da wussten wir ja nicht, von wem das ist. Kann sie das nicht aber auch irgendwie rausfinden? Anhand ihrer Erinnerungsdinger da? So. Hier können wir jetzt einfach nur diese ganz normalen Sachen auswählen, wie beim letzten Mal auch, oder? Ja. Keine Ahnung, nichts davon sieht irgendwie... Das hier sieht doch traurig aus. Komm, wir spielen mal das. Aber ich gehe jetzt eh nach oben, also von daher eigentlich auch egal. Oh Gott, das ist Country. Was habe ich da getan? Naja. So, eine Erinnerung finden, die wir mit auf den Tisch legen könnten. Oder eine Sache finden. Ob ich hier oben etwas finde, das ich zu Gabes Gedenktafel hinzufügen kann? Das Foto vielleicht? Ich habe Barkeeper Gabe nie in Aktion gesehen. Doch er hat mir keine leichte Aufgabe hinterlassen. An der Garderobe? Ein Schal? Ja, an der anderen Seite. Eine Kappe? Hast du die Schuhe?
Da kann ich mir nichts angucken. Das ist die Tür. Vielleicht gehe ich erstmal ganz nach oben und guck mal, ob da was ist. Bei deinen Zuschauern Ohrenbluten verursacht. Ja, es tut mir leid. Wir könnten den Grill auf den Tisch stellen. So, das Windspiel. Sie wird mir doch sagen, wenn sie hier irgendwas mitnehmen kann, oder? Also nochmal angucken werde ich mir die Sachen nicht. Wir haben uns die ja in der letzten Folge schon alle angeguckt. Das Futterhäuschen füllen können wir eigentlich auch nicht. Das da geht nicht. Schade, den Grill dürfen wir auch nicht mitnehmen. Die Erinnerung vom Anstecker haben wir schon. Nein, hier oben scheint nichts zu sein. Na gut, dann gehen wir wieder. Ich finde es schade, dass sie so steif programmiert haben. Sieht wirklich aus. Naja, ihr wisst ja, was ich davon halte. Aber also sie sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als in den anderen Spielen, die Charaktere mit ihren Knetmassehaaren. Kann man schon nicht anders sagen. Aber es ist halt auch so der Grafikstil, glaube ich, ne, von Life is Strange. Das ist alles so, naja. Zumindest in den alten Spielen. Ob ich hier oben etwas finde, das ich zu Gabes Gedenktafel hinzufügen kann? Das Snowboard nicht? Komm, wir tun den Kickertisch da unten drauf, auf den Tisch einfach. Schuhschuh? Oh, bitte nicht Schuhschuh. Das Foto vielleicht? Das könnte ich mitnehmen, okay. Das nicht. Ich könnte das Foto also mitnehmen. Das Album geht auch. Also ich könnte das Album und das Foto. Oh, habe ich mir die angeguckt? Es gibt gerade wenig Grund zum Feiern. Offensichtlich. Kann ich auch beides mitnehmen? Ich möchte gerne beides mitnehmen. Was? Die sieht aus wie Hold the Pain, Harold. Ihr Lächeln ist gruselig. Du meinst, Alex? Ja. Naja, es geht so. Auf jeden Fall sieht sie besser aus als in den anderen Spielen, die Charaktere, finde ich. Ich versuche einfach mal, ob ich beides das mitnehmen kann. Das ist perfekt für seine Gedenktafel. Vielleicht noch das Foto, bitte. So, mal gucken, ob ich das Foto trotzdem mitnehmen darf. Ja. Ich nehme ich mit nach unten. Na, tun wir einfach beides drauf. Ach, finde so na, ach so, nee, dann legt sie die Platte wieder weg. Ja, was wollen wir nehmen? Die Platte oder das Foto? Ich meine, wenn sie das Foto da unten... Ich meine, sie kriegt die Sachen ja nachher wahrscheinlich eh wieder von ihrem Bruder. Ah, ich weiß doch auch nicht. Die Platte... Ich würde die Platte nehmen. Ich würde auch fast die Platte nehmen, weil sie hat die ja jetzt... Wisst ihr, das ist so die erste Erinnerung hier so aus der Stadt. Sie ist, sie hat hier den Plattenladen gefunden und so. Ja, wie gerade der Markus auch schreibt, Musik war eine Verbindung zwischen den beiden und so. Ja, ja, ihr habt recht. Wir nehmen die Platte. Das ist perfekt für seine Gedenktafel. Besser als das Foto. Und das Foto ist ja auch eine Erinnerung, die sie, also nicht nur an die... An die Familie, also nicht nur an Gabe erinnern, sondern an die ganze Familie, ne? Die erste gemeinsame Erinnerung hier in der Stadt halt auch. Ja, stimmt, da hast du recht, Donna. Ja, dann nehmen wir die Platte. Gut, dann können wir eigentlich schon wieder gehen, weil mehr ist ja hier oben nicht. Wir haben uns schon alles angesehen. Gut. So, da haben wir jetzt hier schon zwei Erinnerungen gefunden. Im Kapitel 2. Nee, drei Erinnerungen sogar. Fehlen uns also nur noch zwei. Ich glaube irgendwie, die Kapitel hier sind kürzer als die in den letzten Spielen, habe ich das Gefühl. Ich bin froh, was für Gabes Tisch gefunden zu haben. Das erste Kapitel war jetzt nicht so wahnsinnig lang, ne?
Fünf Kapitel, es sind doch immer fünf Kapitel. Bei den anderen Spielen waren es doch auch immer fünf Kapitel. Oder in, zumindest bei Max waren es, glaube ich, fünf Kapitel. Und ich meine, bei Chloe doch auch. Ich weiß gerade gar nicht mehr so recht. Vielleicht waren es aber auch nur vier, kann auch sein. Ja, habe ich mir schon angeguckt. Die Spitzhacke. So, und jetzt können wir uns auch das Album nochmal angucken. Ein lustiges, seltsames Album für meinen seltsamen, lustigen, großen Bruder. Aber ich kann sie mir gerne nochmal angucken. Sie sagte, ich möchte keine Bergbaugeräte mehr sehen. Hat sie da gesagt, wo ich mir das angeguckt habe. Okay, ich würde sagen, dann können wir jetzt gehen. Wir haben hier alles gefunden, hoffe ich zumindest. Ich meine, hier allein in diesem Gebäude waren drei Erinnerungen, also... Ah, Life is Strange hatte fünf Kapitel, Before the Storm vier plus ein Bonuskapitel. Ja genau, also waren ja auch fünf. Aber ich habe das Gefühl gehabt, die waren irgendwie länger. Aber vielleicht werden die ja auch noch länger. Okay, wir gehen mal. Life is Strange 2 hat auch fünf Kapitel, okay. Ja, das Spiel muss ich auch noch irgendwann spielen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe mir es ja mal auf YouTube angeguckt und zum Teil fand das jetzt nicht so gut. Also okay. Man kann es wohl in Jack sieben meinte, Stunden durchspielen. Finde Mac vielleicht im Blumenladen. Aber ich habe Zeit, in der Apotheke vorbeizusehen, falls ich will. Wirf auf deine derzeitigen zweitrangigen Ziele. Habe ich Ziele? Ach, da unten. Zu erledigen, untersuche den Blumenladen. Notizen, besuche Steph im Plattenladen, besuche die Apotheke, der Gedenktafel etwas. Ah, wir haben also optionale Ziele, die wir natürlich alle erledigen wollen. Ist ja wohl klar. Gut zu wissen. Das gab es, glaube ich, bei den anderen Spielen nicht so richtig. Nee, vorlesen will ich jetzt nicht. Ich hoffe, ich vergesse dann beim nächsten Mal nichts vorzulesen. Wir gucken uns natürlich hier wieder alles an, ne? Ich weiß nicht, wann die Worte Gabe Chen und Trauerfeier aufhören werden, seltsam zu klingen. Aber noch ist es nicht der Fall. Black Lantern, heute geschlossen, 1.5. Trauerfeier für Gabe Chen. Ach Mensch, ist also traurig. Motorrad. Einerseits gibt's die offene Straße und die Freiheit, vor meinen Problemen wegzulaufen. Andererseits die Helmfrisur. Du hast doch schon eine Helmfrisur. Naja, gut, Chloe hatte noch mehr eine Helmfrisur. Oh, hast du von dem Unfall gehört? War es in den Nachrichten? Nein, niemand wurde gefeuert, noch nicht. Mhm. Hör auf zu telefonieren. Ich will dir eine reinhauen. Ja, Mom. Mein Job bei Typhon ist sicher. Die wollen immer noch erweitern. So, da kommen wir nicht durch, da kommen wir nicht rein. Nein, Mom, es würde nicht helfen, wenn du sie anrufst. Wow. Mutti! Wie viele Fische Ducky wohl in dem Teil gefangen hat? Ach, das ist Duckys Fischkutter, okay. Keine Ahnung. Ah, und offenbar ist irgendwo da oben ist der Balkon. Dann, denn wir gucken ja hier quasi auf diesen See, ne? Oder? Ja. Hier kann ich mich bestimmt wieder hinsetzen. Ich wusste es doch. Hallo? Alex? Danke. Will ich ohne Gabe überhaupt hierbleiben? Natürlich, die Leute sind doch alle so nett. In diesem Bundesstaat, den ich überhaupt nicht kenne. Und in dieser Stadt, in der ich noch nicht mal seit einer Woche bin? Was wäre denn Ihre Option? Nicht, dass ich irgendwo sonst hin könnte. In Portland wartet nichts und niemand auf mich. Ich wollte gerade sagen, zurück ins Heim? Das ist doch scheiße. Dann doch lieber hierbleiben bei Menschen. Fuck. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Bei Menschen, die sich um sie Eines kümmern. Ist sicher. Ich muss wissen, was mit Gabe passiert ist. Vorher gehe ich nicht. Ja. Ja, wie gesagt, was hat sie für Optionen?
Also Lad, wie es mir tut, ich stehe schon mal wieder auf. Ich möchte hier die Musik nicht immer so lang spielen lassen. Wenn ihr das gerne hören wollt, dann müsst ihr euch das mal selber anhören. Wie gesagt, ich möchte das nicht immer so lang laufen lassen, damit ich hier nicht doch noch Probleme bekomme. Ja, was hat sie denn für Optionen? Zurück ins Heim oder eben hier bleiben? Für Menschen, die sich um sie kümmern und die sie offensichtlich ja gern haben und die es eben kümmert, was mit ihr ist, ne? Ich glaube, da würde ich auch lieber hier bleiben eigentlich. Sowas zu sagen? Hi? Nein? Okay. Kann ich mich hier überall... Den Park sollte ich mir bei Gelegenheit anschauen. Kann ich hier überall umgucken? Kann ich auch an den... Nee? Hier sind noch Kajaks. Ohne das Paddeln wäre Kajakfahren echt mega entspannend. Ja. Logisch. Wie sie einfach die Wege blockiert haben. Jetzt ist leider nicht der richtige Moment, um den Rest von Haven zu erkunden. Okay. Ich darf mich hier nicht umsehen. Wie weit darf ich denn hier laufen? Sorry fürs Plattmachen eurer Berge. Hier habt ihr eine Parkbank. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von dem Komitee zur Verschönerung von Haven Springs. Sorry fürs Plattmachen eurer Berge. Hier habt ihr eine Parkbank. Schön. So. Den Park sollte ich mir bei Gelegenheit anschauen. Ja, machen wir. Hier ist aber nichts mehr. Okay. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Die Stadt ist ja riesig. Ich weiß nicht, ob ich mir den Park angucken darf, Morsi. Ja, ich probiere es aus. Da hinten sind Bierflaschen. Auch dieser wundervolle Ort ist vor Umweltverschmutzung nicht gefeit, meine Lieben. Ich mache den Barjob noch nicht allzu lang, aber ich bin ziemlich sicher, dass die in der Bar sein sollten. Ja, maybe. Laufe ich jetzt? Nee, ich wollte gerade sagen. Wer bist du? Oh, Verzeihung. Schon gut. Hallo? Ich habe ihn ganz sicher gehört. Das war sein markantes Gezwitscher. Aber wo ist er? Sucht sie nach einem Vogel? Ich halte die Ohren offen. Ist sie mit Ryan befreundet? Wartet mal, kann ich? Ich habe ihn ganz sicher gehört. Das war sein markantes Gezwitscher. Aber wo ist er? Okay, ich kann mit ihr reden, aber will ich das jetzt schon oder will ich erst mal gucken, ob ich den Vogel finde? Ach, du schreibst einen Roman? Seit wann? Was, wenn ich morgen sterbe? Genau wie dieser Typ. Hatte ich ein gutes Leben? Was soll man darauf bloß antworten? Wir wollten doch sowieso einen Kurs zusammen machen. Wie wär's mit kreativem Schreiben? Jetzt kann ich mir hier voll die Leute angucken. Das ist ja krass. Okay. Erinnert mich irgendwie an The Wicker Man. Cool. Ja, da ist Ethan. Okay, gleich, Leute. Oh, so viel zum Gucken. Dreh durch. Ich glaube nicht, dass die Stadt Teil einer heidnischen Sekte ist. Aber ausschließen kann ich es nicht. Ja, schon, ne? So, da unten ist Ethan und der hat auf jeden Fall was. Rot. Rot ist Wut, ne? Hört endlich alle auf, mir zu sagen, dass es okay ist. Das ist es nicht. Fuck. Gabe zu verlieren ist schwer genug, wenn man angeblich erwachsen ist wie ich. Aber für Ethan... Oje, ja, für den... Der muss sich solche Vorwürfe machen. Aber zu Recht! Er wirkt so... einsam. Du bist schuld, Bengel. Ich red mal mit dem. Hey, Ethan. Hey, Alex. Möchtest du darüber reden oder alles okay? Komm, wir fragen ihn mal. Willst du darüber reden? Alles gut! Hey! Okay, gut geht es ihm nicht. Ich bin für dich da, wann immer du mich brauchst. Okay, haben wir es jetzt verkackt? Shit. Kann ich nochmal gucken? Hört endlich alle auf! Nee. Mir zu sagen, dass es okay ist. Ich glaube, ich habe es verkackt. Ich hätte ihn vielleicht das andere fragen sollen. Na egal. Wann immer du mich brauchst. Na gut. Schade.
Vielleicht hätte er was anderes geantwortet, wenn man ihn gefragt hätte, ob alles okay ist. Aber ich glaube, vielleicht auch eher nicht. So. Hallo? Ach, einfach furchtbar. Er war noch so jung. In dem Artikel geht es sicher um Gabe. War das jetzt das? Ja. Einfach furchtbar. Er war noch so jung. Mit dem kann ich nicht sprechen. Hier ist doch eben jemand entlang gelaufen. Wo ist die oder die Person oder derjenige denn hin? Im Moment wäre ich wirklich nicht überrascht, wenn das Frühlingsfest mit einem Opferritual endet. Ja, schon. Was meinst du, wie er auf alles okay reagiert hätte? Das ist in so einer Lage wohl einfach nur eine dumme Frage. Ja, eben, das dachte ich mir halt auch, ne? Ach, da ist er, okay, mit der können wir also nichts besprechen. Das dachte ich mir halt eben auch, deswegen, ich fand die andere Frage eigentlich, oder ich sag mal, die andere Antwortmöglichkeit fand ich besser, ob er darüber sprechen möchte. Was soll uns dieser Baum sagen? Liebe überdauert alles? Dafür habe ich jetzt echt keinen Nerv. Aha, aha. Okay. Ja. Wow. Der Baum tut mir schon so ein bisschen Drugstore-Make-up. Guck mal da oben. Da haben sich Steph und Izzy verewigt quasi. Gut, reden wir nochmal mit der Vogeltante hier. Echt cooles Fernglas. Beobachtest du Vögel? Ja. Ich nehme an einem Wettbewerb teil. Wow! Oh, viel Glück. Danke. Wo war jetzt die Gesprächsoption? Hätten wir den Vogel finden müssen? Oder kann ich den Vogel finden? Ach, guck mal. Es fühlt sich so komisch an, sich auf eine Feier vorzubereiten. Ja, schon. Boah, hier gibt's so viel zu sehen, Leute. Ich weiß nicht, ob ich jemals schaffe, mir alles hier anzugucken. So, die hatte ich ja schon. Da hinten war nichts mehr. Ich hoffe, ich habe hier im Park alles gesehen. Alex. Jetzt mal aufhören, überall hängen zu bleiben. So, hier ist auch nichts weiter. Ist irgendwo der Vogel im Baum? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber da stand doch Dialog-Option freigeschalten eben, als wir die Frau uns angeguckt haben. Und jetzt doch mit der aber gar keinen Dialog führen. Das könnte unser gefiederter Freund sein. Ah, wo denn? Da oben. Ach, da. Ich frage mich, ob das der Vogel ist, nach dem die Frau sucht. Vielleicht sollte ich meiner Freundin mit dem Fernglas Bescheid sagen. Jetzt. Gut, gut, gut. Dann nochmal zurück. Da gehe ich aber mal hier. Ja, mache ich. Ach so, umgucken. Naja, da war jetzt, glaube ich, nichts mehr. Was, wenn ich ein Ausnahmetalent im Discgolf bin, aber nie die Chance hatte, es herauszufinden? Ja, was, wenn? Ich denke, es ist wahrscheinlich besser so. Der Mann im Hintergrund sagt, schau dich doch hier erstmal um. Hier ist doch aber nichts. Außer der Vogel. Hier ist nichts. Hier komme ich auch nicht weiter. Da ist nichts, Mann im Hintergrund. Was ist denn, wenn du kannst das Fahrrad mausen? Das Fahrrad. Du willst immer alles klauen. Ist vielleicht eine Dialogoption mit dem Vogeltypen. Ja. Dachte ich mir auch gerade. Genau. Sie hat ja gesagt, sie will nochmal mit der Vogeldame reden. Oh, ich habe deinen Vogel gefunden. Da ist ein riesiger Vogel bei der Mauer. Im Ernst? Das ist vielleicht mein Bussard. Danke. War das ein Bussard? Leute, wer kennt sich mit Vögeln aus? Das. Egal. Das habe ich nicht gesagt. So, gut. Den Park haben wir uns angeguckt. Dann geh. Na, findest du den Weg? Als Ethan noch kleiner war, habe ich ab und zu auf ihn aufgepasst. Echt schlimm, was da passiert ist. Ich fühle mich so hilflos. Ich kann einfach nichts für Ethan tun. Ah, das warte kann ich. Mal. Gesprochen. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Versteck die Tippis vor ihm, sagt die Donna hier gerade. Vor dem Mann im Hintergrund. Ja, ich versuche, dass er sie nicht sieht. Dann haben wir hier noch eine Statue. Damals kamen wenigstens nur Bergarbeiter bei Minenunglücken ums Leben. Hm. Ich dachte immer schon, Bergarbeit ist gefährlich, aber meine Fresse. Gewidmet der Erinnerung an die 8 Bergarbeiter, die im Einsturz der Tellermine 1897 starben. Fort, aber nicht vergessen. Also hat er doch nicht alle gerettet. Oder, ach nee, 1897. Okay, nee, so alt wird er jetzt wahrscheinlich noch nicht sein. Ne?
Das ist das Auto vom Sheriff, da ist Pike. Gabe war noch so jung. Einfach zu jung. Ich wette, Pike hatte es in den letzten Tagen nicht gerade leicht. Wahrscheinlich. Wollen wir mit ihm reden? Hey, Pike. Hey! Wie geht's dir so? Ging schon besser. Mir ging schon besser. Ja, stimmt. Dumme Frage. Gut, dass wir die nicht gefragt haben. Ich will, dass du weißt, dass ich es ernst gemeint habe. Gabe war was Besonderes. Er konnte mich selbst an schlimmen Tagen noch zum Lachen bringen. Ja, das habe ich schon von so vielen gehört. Und, wenn du bereit bist, brauche ich noch deine Aussage für die Ermittlung. Also du hast gesagt, du findest ihr Lächeln gruselig. Ich muss sagen, die Emotionen im Gesicht von Pike finde ich oftmals sehr viel gruseliger. Um ehrlich zu sein. Ich werde bald bereit sein, Mac ist ein Lügner. Nee, wir wollen hier niemanden beschuldigen. Ich komme gern bald vorbei. Ja. Ja, kein Stress. Oh, da kommt unsere Pizza oder unser Essen, besser gesagt. Ich will gleich nochmal versuchen, mit dem Kleinen zu reden. Weil jetzt habe ich ja da eben mit dem... Okay. Nichts schreit so laut Haven wie dieses Ding da. Jetzt habe ich ja hier gerade diesen Typen getroffen, der gesagt hat, er hat auf den Ethan ab und zu mal aufgepasst. Vielleicht hat das jetzt irgendwie auch eine neue Gesprächsoption bei ihm freigeschalten. Nur noch mal kurz probieren. Wenn es nicht klappt, gehe ich weiter. Das lese ich jetzt nicht vor. Was du da geschrieben hast. Aber gut. So. Nee. Ich bin für dich da. Okay. Wann immer du mich brauchst. Schade. Na, dann eben nicht. So, ist jetzt die Baumtante, die Vogeltante ist hier hinten. Ich will mal kurz gucken. Ich fühle mich diskriminiert. Nein. Ich habe zur Kenntnis genommen, was du darüber denkst. Nee, gut, mit ihr kann man jetzt also nichts mehr besprechen. Aber ist das ein Bussard, was da oben auf dem Baum sitzt? Man kann es halt auch schlecht erkennen. Könnte schon sein, ne? Ja, könnte schon sein. Das kann ich immer noch nicht benutzen. Okay. Oh Gott, wo fange ich denn bloß an, meine Fresse? Kann ich da die Straße rauf? Wahrscheinlich nicht, aber wir probieren es mal, wie weit wir da gehen können. Wie weit kann ich gehen? Jetzt ist leider nicht der richtige Moment, um den Rest von Haven zu erkunden. Okay. So, gut. Wildblumen. Das klassische Sinnbild des Neuanfangs. Ja, ich esse später, genau. So, der Blumenladen war ja hier auf der Seite. Hipster können in diesen Höhenlagen also überleben. Gut zu wissen. Prima. Prima. Was ist das? Ein Puma. Soll das wahrscheinlich sein, oder? So, kann ich in den Laden rein? Nee. Das ist ein Fahrradladen. Hier sind noch Leute. So ein Schwachsinn. Es ist unser Recht zu... Ich habe Typhon 8 Jahre meines Lebens geopfert. Und die können mir nicht mal eine einfache Antwort geben? Typhon interessiert sich einen Scheiß für die Leute. Oh, wir haben gar nicht in der Pause über... weil uns verdammt nochmal keiner was sagt. ...über diese Sache geredet. Ich kann es immer noch nicht fassen. Jemand ist gestorben. Die Situation ist echt beschissen. Aber sie könnten uns wenigstens sagen, was jetzt aus unseren Jobs wird. Ganz genau. Ich hoffe nur, dass der Stadtrat dafür stimmt. Ja, wir haben gar nicht in der Pause über diese Sache geredet, über die ich reden wollte, wegen der Flagge. Aber ich will halt auch nicht in den Folgen darüber sprechen, weil... Ach, ich weiß auch nicht. Der ganze Fußverkehr kommt hier durch. Den Gerüchten nach will die Minengesellschaft sogar ausbauen.
Mehr Jobs bedeutet mehr Kunden für Sie. Sagt der andere noch was? Nee. Hoffentlich sind die Kunden hier netter als in Denver. Ich war noch nie in Denver, aber ich verspreche, die Leute hier sind nett. Okay. Wenn bankrott geht, würde ich alle Kunden verlieren. So, ich halte es für unwahrscheinlich, dass so etwas passiert. Sie sind seit Jahrzehnten der größte Arbeitgeber in Haven. Die wollen also den Diner hier kaufen. Okay. Ja, finde ich gut. Oder er will den Diner kaufen. Freut mich zu hören. Ich setze den Vertrag auf und rufe Sie morgen an, um die nächsten Schritte zu besprechen. Alles klar. Super. Okay, der will also den Diner kaufen. Kann ich nochmal mit ihm sprechen? Nein. So, da haben wir einen Fahrradladen. Da haben wir den General Store. Da ist noch ein Flugblatt. Moment. Nichts ist festlicher als 3 Ausrufezeichen. Doch, 4 Ausrufezeichen. Feiert Haven, feiert den Frühling, Frühlingsfest, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Gesponsert von der Typhon Minengesellschaft. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Das ist ein Buchladen hier. Mir geht diese Angelegenheit vielleicht zu nahe, um unvoreingenommen zu sein. Aber scheiß drauf. Hinweis zur Abstimmung des Stadtrats von Haven Springs. Ach, das hatten wir schon mal gelesen. Das hing schon mal irgendwo anders. Was haben wir hier? Gold Mountain Traders, Souvenirs and More, ein Souvenirladen. Sag mal, wollen wir nächste Woche was unternehmen? Ach, die schon wieder. Gern. Ich gehe Mittwochabend zum Töpfern. Willst du mitkommen? Oh. Zu dem Kurs? Vielleicht. Wollen wir vorher was essen? Schon wieder. Ich esse vorher immer was mit Katie. Komm doch mit. Oh. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Mann, Alex! Vorbeizuschauen. Quatsch doch nicht, sagte Charlotte, wir müssen hier reden. Wir sehen uns doch jeden Tag. Und er hat wieder eine Abfuhr bekommen. Nein. Die Minengesellschaft ist präsent wie diese Assis in Life is Strange und Before the Storm. Ja, die, wie hießen die? Gott, ich komme nicht mehr auf den Namen. P, irgendwas mit P hießen die. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Oh Mann, Mann, raffst du's nicht? Sie steht einfach nicht auf dich. Lass es. Ja, echt. Aber ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Wenn ich ihm sage, dass ich ihn mag, gehen wir aus und dann trennen wir uns vielleicht. Und dann verliere ich meinen besten Freund. Prescott, so hießen die genau. Vielleicht kann ich ihnen helfen. Ach, oh Gott. Nein. Was rede ich denn da? Das geht mich absolut nichts an. Die mag ihn ja eigentlich, aber sie traut sich nicht. Oh Gott, deswegen lässt sie ihn immer wieder abblitzen. Er ist gar nicht Friendzone. Sie hat nur Angst, ihren besten Freund zu verlieren. Darum geht's. Ach Mensch, wie doof. Ja, Prescott hießen die genau. Diese furchtbare Familie. Den oh, sieht voll schön aus. Die Mine zu malen. Sieht voll schön aus, das Bild. Echt. So, hier darf ich wahrscheinlich nicht ist lang. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Ah, O'Reilly! Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Wenn er unschuldig ist, warum verhält er sich dann nur so? Wie verhält er sich denn? Vielleicht kann ich sie dazu bringen, es mir zu erzählen. Aber echt, er verhält sich schon komisch, ne? Sie wirkt ganz schön aufgebracht. Hey, Riley. Alex. Hey. Hey. Na? Eleanor. Du und Eleanor steht euch nah, oder? Ihre Großmutter, natürlich stehen die sich nah. Sie hat sich um mich gekümmert, seit ich klein war. Ich habe meine Mom nie kennengelernt, aber sie war immer für mich da. Was sagt sie dazu, dass du fürs College wegziehst? Sie freut sich. Ich glaube, sie will nur, dass ich glücklich bin. Die Riley, die wird übrigens synchronisiert von einer der Schauspielerinnen aus der Serie Dark, falls ihr die gesehen habt. Und zwar spielt sie da... Weiß gerade gar nicht, wen die da spielt. Eine der Hauptpersonen, die mit den dunklen Haaren, das Mädchen. Die ist das. Die synchronisiert die Riley. Wird es ihr gut gehen? Das ist lieb. Frag mal das. Kommt sie denn ohne dich klar? Sie ist ziemlich zäh. Aber ich mache mir schon manchmal Sorgen um sie. Sie wird älter.
Und irgendwann muss ich mich um sie kümmern. Tja, so ist das. Sie hat Glück, dich zu haben. Danke. Dann lieber jetzt studieren, ne? Solange sie noch alleine klarkommt. Was denn mit Mac? Nee, nach dem frage ich mal zuletzt. Fragen wir erstmal nach Gabe. Ich weiß, du und Gabe wart befreundet. Wie geht es dir? Ich vermisse ihn. So sehr. Er war wie ein älterer Bruder für mich. Ich bin froh, dass er dich hatte. Ich bin froh, dass du ihn hattest. Nein, anders. So sagen wir das. Schön, dass er dich hatte. Danke, Alex. Wirklich. Ach, Mensch. So, und was ist mit Mac? Der Streit zwischen Mac und Gabe wegen eurer geheimen Treffen. Es ging um deine Bewerbung fürs College. Ja. Nachdem Mac das erste Mal vor ihnen ausgerastet ist, wollten Gabe und Charlotte, dass ich die Beziehung zu ihm beende. Und nach all dem denke ich, dass sie recht hatten. Hat Mac Gabes Anruf ignoriert, sagt Mac die Wahrheit. Woher soll dieser es wissen, ob er den Anruf ignoriert hat? Das weiß sie halt ja auch nicht, ne? Wenn er da gerade Schicht hatte, war sie ja nicht dabei. Also sie kann auch nur mutmaßen, denke ich. Außer er hat quasi eine Rufumleitung gehabt und hatte sozusagen Bereitschaftsdienst, ne? Ich kenne das von Philipps Stiefvater, der arbeitet in der Wassergesellschaft, glaube ich, ne? Und der hat manchmal Bereitschaftsdienst, dann rufen die den halt zu Hause an oder auf dem Handy, wenn irgendwas ist. Das kann natürlich sein, aber die waren ja nicht mehr zusammen, also werden sie auch dann nicht zusammen gewesen sein. Und deswegen wird sie nicht wissen, ob der den Anruf ignoriert hat. Ich frag mal das hier. Glaubst du, er sagt die Wahrheit über den Anruf? Dass Gabe gar nicht anrief? Nein, es ist nicht so, dass... Sorry. Ich bin noch nicht bereit, darüber zu reden. Die weiß also doch irgendwas. Er verhält sich so seltsam, ja? Ja. Verstehe. Es ist nur komisch, dass er sich so verhält. Als würde er etwas verstecken. Ja. Na, jetzt red schon, Mädchen. Er wollte, dass ich mit ihm durchbrenne. Was? Was? Nach der Trauerfeier. Er hat nicht gesagt, warum. Aber er sah so schuldig aus. Hm. Ich sagte nein. Und dass es aus ist. Aber dann... Ich habe Angst, dass er was Schlimmes getan hat. Hm. Der wird doch nicht... Also das kann ich mir nicht vorstellen. Danke, dass du es mir anvertraut hast. Du verdienst die Wahrheit. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Warum? Weil er gedacht hat, dass der Gabe seine Freundin anmacht? Ich habe noch was zu erledigen. Deswegen würde er ihn ja nicht umbringen. Ich meine, gut, die Menschen neigen dazu, Dinge zu tun, die man nicht versteht, aber... Bis bald, ja? Menschen, die haben für weniger getötet. Ja, das stimmt auch wieder, da hast du recht. Der Mann im Hintergrund sagt gerade... Es gibt Menschen, die haben für weniger getötet. Das ist ziemlich verdächtig. Aber das ist doch... Ich wette, das könnte ich nutzen, um ihnen Angst zu machen. Okay. Ah, da liegt was. Und da ist noch was. Einfach, aber effektiv. Fuck, Typhon. Wenn ich wem ins Gesicht trete, der am Boden liegt, dann nehme ich grundlegend seinen Tod in Kauf. Und das hat der Hoshi doch gemacht. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt schon. Aber man kann sich halt immer so schwer vorstellen, dass ein Mensch wirklich dann so weit gehen würde, zu riskieren, dass jemand umkommt. Nur weil er eifersüchtig ist. Aber doch, ja, es ist halt leider so traurig, wie es ist. Es ist so, dass es Menschen gibt, die so reagieren würden, ne? Ach, guck mal, hier hat sich einer im Beton verewigt. Das kann nur bedeuten, irgendwo wartet ein Hund darauf, von mir gestreichelt zu werden. So kann man das auch sehen, Alex. Sonst ist hier aber nichts. Da ist noch ein Tor. Was ist denn das da hinten? Shit. Vielleicht gibt es hier etwas, womit ich das Tor öffnen kann.
Oh, wie subtil wir darauf hingewiesen wurden, was wir uns holen sollen. Ich guck gleich. Selbst nach allem, was mir passiert ist, musste ich nie auf der Straße leben. Ich hoffe, wem auch immer das gehört, geht's gut. Ah, das hoffe ich auch. So. Ist hier noch ein Vogel? Nee. Ist immer noch der gleiche Vogel. Dieser Vogel! Okay. Ah, wir sollen uns hier diesen Greifer holen. Damit sollte es klappen. Ja, es ist ja nicht so, als ob wir nicht schon vorher quasi gesehen hätten, dass wir das Gerät nehmen sollen. Die Dinger sind cool. Ich will auch sowas haben. Ich bin schon für weniger eingebrochen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir da finden. Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier sein sollten. Da ist ein Wagenrad. Je. Und ich kann es nicht genug betonen. Ha. Was? Nochmal. Je. Und ich kann es nicht genug betonen. Ha. Okay. Dafür haben wir das jetzt gemacht. Okay, Alex. Jeha. Na gut, voll gut. Wie witzig. Okay, Riley. Mit Riley können wir nochmal mit ihr sprechen? Danke, dass wir kurz reden konnten. Kein Problem. Danke, sagst dass du mich lässt. Sagst du noch was anderes? Wenn er unschuldig ist, nee, warum verhält er sich dann nur so? Sorry, Riley. Aber ich glaube nicht, dass er unschuldig ist. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Ja, Chad doch. Sagte, Charlotte will mit mir reden. Gleich. Das ist die Apotheke. Da wollen wir jetzt noch nicht rein. Haven Drugs. Ja, eine Warnung wäre schön gewesen. Ja, da sollen wir. Das ist optional, aber das mache ich jetzt gerade nicht mehr. Das gehen wir gleich nachher. Titan Minengesellschaft, Sprengungsankündigung geplant. Ach so, das hatten wir auch schon gelesen. Ja, ist doch eine Ankündigung. Aber dann, ja, sie dachten halt. Jeder die Warteschleife. Ich liebe das Lied. Oh ja, furchtbar. Endlich. AAA-Mitgliedschaft kündigen. Nein, ich sagte kündigen. Kündigen. Nicht weiterleiten. Kündigen. Es geht um die Sirenen. Ah, okay. Angestellt. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jet sagte, Charlotte will mit... Okay. Ich will mit einer Person sprechen. Oh, kennt ihr das auch? Oh mein Wunderbar. Gott. Wieder die Warteschleife. Ich liebe das Land. Furchtbar. Oh Mann. Endlich. Ich kann mir vorstellen, dass Gabe sich darauf abfeiert, dass er es in die Zeitung geschafft hat. The Rocky Mountain Gazette. Havens anstehende Stadtratsabstimmung, was Sie wissen müssen. Ermittlungen im Unfalltod läuft weiter. Ist ja. Vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jeff ich sagt, gehe ja gleich in die Apotheke. Mensch! Die ist ja noch nerviger als Chloe mit ihren Quatschereien. Oh, das ist doch seine Schwester. Das arme Ding. Ach, dieses Mitleid nervt langsam. Aber echt. So. Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. Oh, jetzt will sie nicht mehr... Ja, okay. So, da ist es der Blumenladen. Da gehen wir auf jeden Fall nicht rein. Hier ist ein Eiscreme-Geschäft. Ich will da rein. Ich verstehe es einfach nicht. Essen die Leute kein Eis mehr? Ich habe mir die Zahlen angesehen. Wenn wir nur 3 Tage die Woche öffnen, kommen wir über die Runden. Und das war's? Wir kommen über die Runden und mehr nicht? Es kommen wieder bessere. Wir verlieren unser Geschäft. Aber das scheint ihn nicht zu kümmern. Sie muss sich so alleine fühlen. Wie fühlt sich das an? Ich darf mir auf keinen Fall was anmerken lassen. Angela liebt doch unseren Laden so sehr. Er muss echt fertig sein. Hoffentlich kriegen sie es wieder hin.
Okay, sie mischt sich da also nicht ein. Ja, hier sollten die Straße hoch kann ich wahrscheinlich nicht. Sie sind echt lecker. Wie weit darf ich denn hier laufen eigentlich? Du hast aber nicht wieder echten Rum reingetan, oder? Nee, weiter geht's nicht. Also bis zum Blumenladen können wir gehen. Alles klar. Übrigens, ich habe noch einen Radiospot geschaltet. Das sollte helfen. Flugblatt. Hoffentlich ist das nicht der, den du mir letztens vorgelesen hast. Der war echt seltsam. Er ist nicht seltsam, sondern lustig. Hast du nie Spaß? Sonny. Ah, das ist dieser Sonny, okay. Mach dir keine Sorgen, ja? Den haben wir ja auch schon öfter gelesen. Okay, wir gehen mal weiter. Das Flugblatt lese ich nicht nochmal. Das hatte ich ja. Ja, Mann, quatschen wir doch nicht immer dazwischen. So, hier ist ein Kunstgeschäft oder sowas. Was haben wir hier? Da ist Rocky Mountain. Das ist der Plattenladen. Ah, ja. Der hat nichts hier zu sagen. So. Hoppa. Die haben auch keine Erinnerung. Minenmuseum? Oder? Ja, doch. Ja, hier, um diesen Laden geht's übrigens bei der Sache mit der Flagge. Könnt ihr euch ja mal erkundigen. Ich möchte da nichts zu sagen. Das hat was Politisches und da möchte ich mich nicht zu äußern, ehrlich gesagt. So. Ein Arzt hat mir mal Meditation verschrieben. Ich bin bloß immer wieder eingeschlafen. Die Vorteile der Meditation. Besseres Chakra-Gleichgewicht, gesündere Aura, verringerter Blutdruck, besserer Schlaf, geführte Meditationen um 7 Uhr, 19 Uhr montags und freitags, $8. Okay, interessant. Treasures of Tibet. Das Windspiel. Die erste Swingband. Okay, alles klar. Schön. Was ist mit denen hier? Du kommst hier nicht vorbei. Okay. Okay, dann würde ich sagen, jetzt haben wir uns hier die ganze Straße soweit angesehen, glaube ich. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Die Apotheke war hier vorne, ne? Da. Dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge dann in die Apotheke. Ich würde jetzt vielleicht nochmal fix die Sachen vorlesen, die noch waren. MyBlog, Steph Gingrich. Ich arbeite an einem neuen Abenteuer für Haven. Meldet euch bei mir, falls ihr teilnehmen wollt. Und das wollt ihr. Oh, was ist das denn? Julia Crow. Welche Verrücktheit erwartet uns als nächstes? Schick mir eine Nachricht und finde es heraus. Und Hector Gonzalez will noch wissen, was auch immer es ist. Ich bin dabei. Oder sagt, ich bin dabei. Ah, so, das hatten wir schon gelesen. Noch eine SMS von Charlotte. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Tut mir so leid, vielen, vielen Dank. Alice, kannst du in der Apotheke vorbeischauen? Ich denke, ich brauche deinen Rat. Geht klar. Und Steph hat noch geschrieben. Gleichfalls, falls du mich... hey, hast du einen Moment, um im Laden vorbeizukommen? Vielleicht, was ist los? Nichts Wichtiges, ich erzähl's dir, wenn du hier bist. Und noch ein Smiley. Sonst haben wir hier nichts Neues, glaube ich. Nee. Okay, liebe Freunde. Würde ich sagen, machen wir jetzt mit der Folge hier Feierabend, weil ich würde jetzt nicht so gerne noch einen neuen Ort betreten in den letzten paar Minuten. Ja, also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei hier bei Life is Strange True Colors. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss. Aha. Wir sind uns schon begegnet. Du bist Gabe Chans Schwester, oder? Alex, ja. Ich kannte ihn nicht gut, aber er hatte ein großes Herz. Mein herzliches Beileid. Mhm. Ich weiß noch nicht so recht, was ich von der Frau halten soll. Die arbeitet ja... Hey, da kommst du aber sehr spät. Wir wollen nämlich gleich Feierabend machen, liebe Grace. Aber schön, dass du da bist noch die letzten paar Minuten. Ja, kannst es dir ja morgen auf Twitch nochmal angucken oder eben dann, wenn die Folgen auf YouTube kommen. Kam jetzt das Ladezeichen, hab gar nicht gesehen. Ja, ist ja nicht so schlimm. Wie gesagt, kann man ja hinterher noch gucken, von daher kein Problem. Charlotte? Ich wollte jetzt eigentlich nur, dass es abspeichert. Jet
Jed meinte, dass du mich sehen willst. Ich wollte bloß wissen, wie es dir geht. Ich bin okay, ich lenke mich ab. Ich nehme mal diese Antwort. Ich habe versucht, mich ein wenig abzulenken. Ja, Ablenkung hilft. Die Alien-Bomb. Und bei dir? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du durchmachen musst. Ganz ehrlich, ich versuche, mich für Ethan zusammenzureißen. Ihm geht's schlecht. Er wirkt so distanziert. Gabe war im Prinzip wie sein Vater. Er verschließt sich. Das hat er noch nie getan. Egal, wie schwer es war. Zeig ihm, dass du auch leidest. Ich will jetzt einfach keine Antworten geben. Die Alienbong, das wird noch so grau, Alter. Nicht verraten, wie es noch wird. Das möchte ich nicht wissen. Ich möchte das Spiel bitte komplett blind genießen. Okay, wunderbar. Was ist das denn für eine Apotheke? Ja, irgendwie ist sie doch so ein bisschen alternativ, glaube ich. Ich mache jetzt einfach mal. Ich muss das ja eh dann beim nächsten Mal hoffentlich nochmal angucken. Er weiß, wie sehr du leidest, auch wenn du versuchst, es zu verbergen. Anstatt zu versuchen, stark für ihn zu sein, wäre es vielleicht das Beste, wenn du ihm zeigen würdest, dass es okay ist, zu trauern. Das ist wirklich hilfreich, Alex. Danke. Kein Problem. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass die einzige Person, die mir helfen könnte, mit Gabes Tod umzugehen, Gabe wäre. Tja. Was ist das? Ein Dokument. Von Typhon. Falls ich unterschreibe, stimme ich zu, nicht zu klagen. Für eine Abfindungszahlung. Eine hohe. Es ist halt... Es geht immer nur ums Geld, ne? Wie viel? Das ist suspekt. Ich weiß doch auch nicht. Ja, irgendwie ist es suspekt, weil... Die wollen doch auch nur ihren Arsch aus der Misere ziehen. Im Grunde haben die den Fehler begangen. Wenn es denn stimmt, dass er jemanden erreicht hat. Das ist eben die Sache, ne? Das muss man rausfinden. Aber wenn er jemanden erreicht hat und sie ihm zugesagt haben, zu warten, bis sie den Jungen gefunden haben, hätte er sich erst zurückmelden müssen und irgendwer hat dann einen Fehler gemacht. Und dafür sollten sie gerade stehen und nicht einfach Geld bezahlen, damit niemand ihnen den Kopf weghackt quasi. Wisst ihr, wie ich meine? Ich muss mal fix in die Apotheke. Was brauchst du denn? Eine neue Crackpfeife. ist vielleicht für medizinische Kräuter. Ich frage trotzdem mal, wie viel. Über wie viel reden wir hier? So viel, dass ich Ethan aufs College schicken kann. Mann. Scheiße. Wirst du es unterschreiben? Ich weiß nicht. Ich versuche zuerst an Ethan zu denken, aber... Ich kann es nicht verstehen. Würde ich Gabe damit verraten? Keine Ahnung. Nimm das Geld, lehn das Angebot ab. Oh mein Gott, jetzt muss ich auch noch eine Entscheidung treffen. Viel Spaß, dann entscheide mal. Ja, keine Ahnung. Ich kann sie auf die eine Art, also ich kann auf die eine Art verstehen, dass sie das Geld gern nehmen würde für ihren Jungen. Na, es wäre eine Chance, ihm ein besseres Leben zu ermöglichen, obwohl er jetzt hier kein schlechtes Leben hat, finde ich. Also es gibt schlimmere Kleinstädte als diese hier, finde ich. Ich glaube, Gabe würde wollen, dass es gut geht. Ja, der Mann im Hintergrund sagt gerade, er denkt, Gabe würde wollen, dass es Ethan gut geht und dass sie das Geld nimmt. Wahrscheinlich würde er das wollen. Ich glaube nicht, dass er sich von ihr verraten fühlen würde. Aber andererseits, ablehnen und mehr einklagen, die Frage ist, funktioniert das? Ja, moralisch, ne? Moralisch eben. Andererseits ist es eben so, dass sie sich damit einfach aus der Misere ziehen.
und keine Verantwortung übernehmen müssen. Was halt auch wieder nicht in Ordnung ist. Ich weiß doch auch nicht. Im Endeffekt ist es vielleicht wirklich am wichtigsten, wie es dem Jungen geht, ne? Aber dafür denen dann quasi den Weg bereiten, da überhaupt keine Verantwortung zu übernehmen, ich weiß doch auch nicht. Puh, schwer. Echt schwer. Mann. Also Markus sagt schon ablehnen. Was würdet ihr denn machen? Ich habe keine Ahnung. Ablehnen, ablehnen, annehmen. Klar, für Ethan wäre es echt gut, das Geld. Und Gabe würde es wahrscheinlich auch so wollen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist eine zeitliche Entscheidung. Ja, zum Glück ist es keine zeitliche Entscheidung. Und die Sache ist ja die, wenn es jetzt hier nach speichert, können wir die Entscheidung das nächste Mal einfach nochmal fällen. Ich kenne eine Antwort, daher sage ich mal nichts. Ja, gut, gut, danke. Also, ich sag mal, nimm das Geld für Ethan, weil ich glaube, dass der Gabe das wahrscheinlich so wollen würde, wenn er noch da wäre. Er war kein nachtragender Mensch, so schätze ich ihn jedenfalls ein. Klar ist das eine schlimme Sache, die da passiert ist und er ist tot, aber ich glaube, er würde das Geld nehmen für Ethan. Deswegen nehme ich das. So, jetzt hat's gespeichert. Du musst vor allem an Ethan denken. Wenn das Geld hilft, solltest du es annehmen. Ja. Danke, Alex. Das bedeutet mir viel.